Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Und ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte, den Bambus noch wegräumen. Der kommt normalerweise da, wo die Pflanzen sind, aber aus dem Zeug kann man ja auch Sachen herstellen. Also kommt das bei mir jetzt hier dabei. So, den Weizen tun wir jetzt mal wieder wegräumen, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Moment. Da könnten wir zwar noch ein Toastbrot bauen, aber den Wachs, den kommt noch da unten rein. Ja, was denn jetzt? Entscheid dich. Ich weiß, wir haben letztes Mal schon sortiert, aber das muss ja alles gemacht werden, ne? Oder? Kohle haben wir ja auch noch wo. Da oben drin. Ne. So. Dann mal zu Dekorationszwecken hier so ein Eimer rein. Einmal noch was. Die Schilder und ein Sattel kommen in die Spezialkiste rein. Oder Namensschilder oder was das da ist. Oh, let the dogs out. Wo war das denn jetzt? Hier, Spezialkiste unter den Spezialsachen. Darin, das kann da auch rein. Das geht da rein. Die Kiste kommen da rein. Und aus dem SpongeBob kann man auch noch was machen, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz so sicher. So. Also die Bäume und Setzlinge, die können wir jetzt nochmal hier drin lassen. Wir müssen nochmal ein paar Kisten bauen. Das kann man noch wegräumen. Das kann man wegräumen. Das kann man wegräumen. Das. Die weiße Wolle auch. Das ist ein Werkzeug, das lassen wir mal da. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal pennen und vielleicht machen wir uns dann ein paar Kissen und dann räumen wir den ganzen Kladderadatsch auch da rein. Vielleicht können wir dann auch noch den Bambus wieder umsortieren. Das sehen wir ja dann. So. Muss ja auch mal sein, dass man was sortiert. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Moneta-Portal hergestellt. Dings haben wir eine Höhlentour gemacht. Wir haben dann einiges verloren in dem im Nether da, wenn wir mal gucken wollten, und dann sind wir einfach aus oder Achtsamkeit in Dings gefallen, ins Nix, ins bosenlose Nix. Das hier kann man wieder rausräumen. Weil das da oben schon drin ist. Nein, jetzt haben wir da schon, du weißt Bescheid. Wo bist du denn jetzt, liebe Junge? Ich hatte dich doch gerade gesehen. Da. Schwupp, weggesehen. Was haben wir hier? Weiße Wolle. Ist das hier weiße Wolle oder? Ne, das ist Marble. Nein, okay. Okay, was haben wir hier? Auch Marble. 13 Stück. Okay. Das sieht aber aus wie der Marble da, ne? Was haben wir hier auch? Marble? Ne, Kalkstein. Weißer Wolle haben wir jetzt hier gerade, ne? In der Hand. So, dann haben wir hier noch so ein Dingsbums. Dann haben wir hier so ein Bienenstock-Stein-Gedöns. Hier haben wir noch Holz. Das kann man darüber reintun. Das hat man hier irgendwo einsortiert gehabt. Da. Dann das hier. Ach, warte mal. Die schon mal direkt mal wieder hier raus. Da haben wir sogar zwei von. Löcher. Achso. Oder? Ja, Moment. Ist ja kein Problem. So, dann bauen wir das wieder dahin. Dann sieht das zwar aus wie Schatten, aber ist ja egal. So. Dann kann man
könnte man nämlich schon mal die ganzen Kisten... Das war falsch. Und geht weiter. Dann könnte man den ganzen Stein einfach hier rausnehmen und wegräumen. Den hier. Ganzen Käse hier. Den braucht doch keinen Schwanz. Also den braucht man später, ja. Aber jetzt im Moment braucht man den nicht. Ja, komm hier. Den komischen Scheidenpilz kann man gerade mal raus tun. Find's. Ja. Ist alles hier in der Musik. Hört sich ein bisschen komisch an. Na gut. Dann räumen wir den ganzen... Ich will nochmal hier runtergehen, weil das Zeug da unten ist. Okay. Hier, tamaglich. Pass auf, Junge, pass auf. So. Weg ist er. Gut, ne? Bis auf ein Stack, das immer irgends für übrig bleibt. Aus Grund XYZ. So, jetzt holen wir mal den ganzen Marble hier raus aus dem... Und sortieren das mal in einem Dinger aus, ein. Jetzt bin ich mal interessiert, ob das der gleiche ist oder ob das wieder was anderes ist. Matschziegel, Ziegel, graue Wolle, Marble. Sieht aus wie der gleich. Ja, dann hätten wir das alles hier einsortieren können, ja. Und dann machen wir das auch. Oder ist das wieder ein anderer? Ich weiß nicht, wie viele Sorten es hier von Marble gibt. Ach, oh gut. Wie viel haben wir jetzt davon? 400, ja, da kann man einiges mitbauen, nicht wahr? Was haben wir denn noch, was wir da rein tun? Wieso? Jedes Mal passiert das. Ist da irgends ein Bug oder... Ja, keine Ahnung. Bug halt. So, was... Passen die jetzt nicht mehr da rein? Nein. Gut, dann... Gut, interessiert eine extra Key. Haben wir das auch? Hier ist Wolle. Was ist das da? Kirschholz, Buch, Kalkstein. Aha. Ja, hier den Bambus da rein. Den SpongeBob da rein. Da kommen wir auch noch da rein. SpongeBob, gut. Ach ja, haben wir die schon irgendwo einsortiert? Der kommt auf jeden Fall da aber rein. Gut, die müssen wir auch noch wegtun, die müssen wir auch noch reinsortieren. Da rein. Jetzt haben wir wenigstens die Wand hier voll. Alles klar. Was ist das hier? Weiße Wolle. Haben wir nicht irgendwo auch schon wieder weiße Wolle reingeschmiert? Gut. Ich weiß, das ist immer sehr interessant, aber es ist ja... Ja, es muss gemacht werden. Damit wir mal die Kisten leer bekommen. Damit man hier ein bisschen schön... Damit wir das ein bisschen besser machen können. Jetzt haben wir keine Kiste mehr für die Erde. Gut, dann bleibt das hier drin. Aber den... Können wir den Stein hier noch... gucken wir mal. Das auf jeden Fall. Gut. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Oh, 1000. Ach, gut, haben wir alle drin. Cool. Aber 1000
154. Na ja, dann haben wir den schon mal du weißt schon, da Reserve. So, ist das auch weg? Achso, die Weizenkörner kann man jetzt hier oben reinschmieren, reintun. Wo waren die denn nochmal? Dort. Dort, dort, dort. Aber alles aus Pflanzen kommt bald hier oben rein. Das mache ich dann entweder nebenbei oder beim nächsten Mal machen wir das. Das kann auch noch oben rein. Dann, da siehst du da mal. Ja, warte, 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 warte. Ich habe gerade was gesehen. So, schwupp, 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 schwupp. So, 55 Stück. Da oben hatten wir schon ein Fach dafür. Nämlich hier. Wo ist er denn da? Wie viel haben wir denn davon? Pfeifenbambus. Jetzt haben wir 76 davon. Yeah. Das kann mit. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das kann man nochmal braten. Da machen wir direkt Farbstoff draus. So. Naja, hier müssen wir keine Kohle nachlegen. Hier auch nicht. Mal hier rein. So. Grünen Farbstoff da unten rein. So, langsam haben wir sie alle leer, ne? Hier müssen noch ein paar Kisten hingestellt werden und dann klappt das auch. Dun, 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 dun. Und hier in die spezielle Kiste kommen jetzt auch mal die Diamantspitzhacke. Die brauchen wir ja nicht unbedingt immer dabei zu haben. Ja, sieht schon mal ein bisschen. Sieht schon mal geil aus, ne? Haben wir jetzt zwar hier zwei Fächer und da unten noch. Und naja, wenn wir da mal was von brauchen, haben wir jetzt genug davon. So, das Wasser tun wir jetzt mal da rein. Den anderen Eimer habe ich ja aus Versehen einfach despawnen lassen. Naja, was soll das? Komfort. Warte mal, hier das Fleisch kann man doch noch vorwegräumen. Da kann man jetzt zwar nichts anfangen, aber da kann man. Ich weiß, doch, da kann man was draus bauen, ne? Ich guck mal gerade, was man damit bauen kann. So, ich glaube diese Fleischblöcke, ne? So war das, glaube ich. Ne? Ja. Gut, dann machen wir da mal Fleischblöcke draus. Gut. Falls wir die irgendwann mal was brauchen sollten, für irgends eine Pflanze anzubauen, eine spezielle Pflanze, dann wissen wir jetzt, dass wir das Zeug haben aus dem Nether. Nee. So. Und. Hier das eine, das normale Fleisch. So. Naja, gehen wir erstmal pennen und dann gehen wir ein bisschen Holz farmen und vielleicht können wir dann noch ein paar Kisten herstellen. Ne? Damit wir das alles richtig sortieren können. So wie ich das gerne haben möchte. Aber. Ist hier echt warm drin. Ich muss gleich mal die Fenster aufmachen. Hier müssen wir mal so halbe machen. Naja, was soll ich? Mach mal schon. Komm rein. Komm jetzt. Mach. Geh raus.
Das müssen wir jetzt mal ein... Achso, ich hatte das hier hingestellt, ja. Naja, dann fällen wir den direkt mal, ne? Die ganzen Saplings, die dann da runterfallen, die lassen wir dann einfach hier wieder wachsen. Ne, das kann man machen. Dann haben wir wenigstens hier auch noch so ein paar rote Bäume. Ne, die sind nicht verkehrt. So chinesisch ist ja gut, wenn man so rote Bäume hat. Hier gibt es, glaube ich, auch so Zypressenbäume. Die hätte ich auch noch gerne. Aber dafür müssen wir erstmal eine richtige Rundreise machen. Oder ich reise mal in die... ein bisschen vor. Wir haben ja unseren Dingsbums da, Atlas. Und dann haben wir den jetzt hier noch, den haben wir noch in der Tasche. Gut. So, das lassen wir jetzt alles wieder neu wachsen. Wow. Damit wir hier niemals wieder kein Holz mehr haben. Um Tofu herzustellen, haben wir ja Sojabohnen. Und wenn wir die brauchen, haben wir die ja in den Kisten oder auf dem Feld. Wenn wir Käse brauchen, haben wir Milch. Wenn wir Leder brauchen, dann töten wir halt die alten Kühe und so. Wird das nicht eigentlich auch so gemacht? Dann nimmt man aus den alten, macht man dann die. Ja, die werden dann geschlachtet. Wie, will ich gar nicht wissen. Habe ich schon mal gesehen. Ob das überall so gemacht wird, denke ich mal nicht. Aber ich hoffe es auch nicht. Aber trotzdem kann ich mir nicht abgewöhnen, kein Fleisch zu essen. Natürlich kann man ab und zu mal mehr Gemüse essen, aber so. Jetzt ein Leben lang zu. Dingsbums, Gemüse und Fleisch, das ist nicht gut für den Körper, weil von Anfang an haben wir ja Eiweiß, tierisches Eiweiß zu uns genommen. Und irgendwann mal haben die Leute, weil sie so viel Geld haben, dann fangen sie an, Vegetarier zu werden. Ich glaube, die Leute in Afrika, die Kinder, die da kein Essen haben, die überlegen sich nicht zweimal, ob sie lieber Fleisch oder lieber nur vegetarisch essen. Also denke ich mal, dass das so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die denken so, wir machen jetzt mal einen hier auf Vegetarier oder was. Da kann mir keiner erzählen, dass sie sich da ernsthaft Gedanken drüber machen, vegetarisch zu leben, um ihre Tiere zu schützen. Natürlich dass wieder neue dazukommen und dass sie nicht irgendwann aussterben. Das ist klar, Nachhaltigkeit oder so und so. Aber jetzt hier nicht unbedingt auf Fleisch zu verzichten. Ja, es gibt natürlich immer mehr Tiere. Aber naja, man kann ja ab und zu mal kein Fleisch essen. Vielleicht können wir das ein oder andere Tier retten oder wird die Welt ein Stückchen besser, keine Ahnung. Ich wollte ja gar nicht hier langlaufen. Jetzt habe ich wieder Saplings aufgenommen. Nee, gut. Jetzt stellen wir mal ein paar Kisten her. Und machen da halbe und ganze Kisten draus. Für die Küche halbe, damit man hier noch Platz hat. So viele Sachen wollen wir ja da nicht einsortieren. Wieso ich hier mal hüppe, weiß ich selber nicht. Der Teil kommt mir immer vor wie The Walking Dead hier, dieses Tülülü, 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 was immer im Hintergrund kommt. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Kisten, so. Gut, dann machen wir so und so. Ach ne, warte mal, für halbe müssen wir ja was anderes machen. Das war so, ne? Ne, das ist eine Druckplatte, die brauchen wir nicht. So. Das reicht erstmal. Das kann man dann auch noch einsortieren, falls so über Kreuz hier. Die Hälfte. So, dann kriegen wir schon mal 4 Stück daraus, ne? Jo. So, den Rest zeigen wir jetzt wieder auf. Alles. Ja, komm. So. Ganze Zeug, was jetzt hier rausfällt, das nehmen wir jetzt mal so auf.
So, dann sieht das nämlich schöner aus, wenn die so halb sind. Guck, sieht doch viel ordentlicher aus. Okay? So. Dann kann man hier den Käse einsortieren. Dann kann man den, die Honigwaben nur zum Zweck, nur zum Schotgedöns. Ja, Honig und Wabe. Gut. Und dann brauchen wir noch von den Großen noch ein paar. Dass man da nichts anderes noch bauen draus kann. So, dann hier so ein Kreuz. Und dann haben wir hier noch 4 Stück. Dann haben wir 6 Stück. Die bauen wir dann gleich jetzt da unten ein. Dran. Wenn wir noch welche brauchen sollten, haben wir jetzt genug Holz dabei. So. Pam, 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 pam. Gut, dann holen wir jetzt mal da unten da die Gestrüpps raus und das alles. Das wollen wir da raus haben und das wollen wir da raus haben. Der Rest ist ja alles. Warte mal, den Honig kommt dann auch noch raus. Oder der Wachs. Und der SpongeBob. Das hier? Ne, das kommt hier rein. Damals. Wo ist der SpongeBob? Da, der SpongeBob muss hier raus. SpongeBob Schwammkopf. SpongeBob Schwammkopf. Ach, ich ärgere mich ja trotz. Ich ärgere mich ja trotz. Ärgere mich ja auch, wenn der falsch ausgesprochen wird. So, so. Erstmal der Wachs. Dann der andere Bambus. Wenn, dann tun wir den übereinander. So, jetzt können wir die ganzen Setzlinge da oben rausholen aus der einen Kiste. Dann hätten wir die ja schon fast leer, ne? So, 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 so. So. Ja, die tun wir auch hier raus. Und das auch. Jetzt haben wir jetzt hier nur noch eine Erdekiste da. Alles klar. So, jetzt haben wir hier so einen Setzling. Dann haben wir hier noch diese Setzlinge. Den Setzling. Okay, den müssen wir hier wieder rausholen. Dann kommt nämlich der hin und dann kommt der dahin. Dann haben wir noch den Setzling hier. Einmal SpongeBob. Wieso? Ich frage. Das ist nur eine Frage. Wieso bleibt immer einer auf der Strecke und wird da irgendwo im Arsch sortiert? Einsortiert. So, die ganzen Schlepps kommen da unten rein. In den. Hier irgendwo. Ist hier alles voll? Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Ja. Ich weiß, das kann man nochmal alles extra sortieren. Da kommt das rein jetzt erstmal, dass wir da wieder alles weg haben. Ich verstehe das nicht. Jedes Mal passiert. Ja, okay, ich habe das jetzt schon 50 Mal gesagt, ich weiß. Jetzt hätte man jetzt schon fast alles aussortiert. Ich hoffe, die rutschen jetzt mit. Was denn los mit der Kiste? Ist der irgendwas falsch gegangen oder? Pass auf. So, jetzt springt die auch wieder in 1000 Teile. So. Willst du mich jetzt verarschen? Geh doch mal da dran, knüpf so. Jetzt kommt hier die ganze Erde rein. Damit wir das alles auf eine Seite haben. Ach, ist es denn möglich? Rein da jetzt, aber zackig. Das kann auch hier rein, das kann auch hier rein. Da können wir schon fast wieder eins herstellen. Naja. Wie wird denn so eine. Wie wird denn so eine. So eine. So eine. So eine. So eine. Moment. Travias. So eine normale. Wie wird die denn hergestellt? Eine Kiste und Holz. Ich weiß, ich bin schrecklich, ne? Ich weiß.
So, wo haben wir das denn jetzt, das Holz? So ein bisschen wollen wir ja noch. 6 Stück brauchen wir, ne? Ja. Ach, weiß ich. Ne, war schon richtig. So. So, da kommt das in die Mitte, ne? Und dann kommt hier oben. Und da, und hier, und dort. Und dann haben wir wieder so eine. Gut, die kann man gut gebrauchen, um... Und um, naja, nicht unbedingt. Ne, die Erde haben wir nicht mitgenommen. So. Erde hier wieder raus. So, bla 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 la 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 la. Und dann setzen wir das da hin. Dann könnten wir schon wieder eine abbauen, ne? Gut. Dann sortieren wir die hier mit ein. Und dann. Gut. Naja, dann können wir ja auch die Folge wieder gleich wieder beenden. Alles klar. Aber erst gleich. Moment. Dann machen wir noch gerade die Erde so einsortieren hier. Gut, die Erde hat. Ne, die Erde kommt in ein extra Fach. Oder passt da unten noch was Erde rein? Dann würde ich mir jetzt die Arme abbeißen. Tja. Okay, gut. Naja, was soll's. Haben wir da jetzt noch eine extra Kiste? Kann man nichts machen, aber ist jetzt so. Ja, dann haben wir ja jetzt alles so wegsortiert. Das ist ja wunderbar. Dann sieht es doch da oben schon wieder freier aus, um da noch was zu machen. Ne? Hier, Spezialkiste, die bleibt so, wie sie ist. Da. Guck hier. Und hier haben wir da unsere Edelsachen. Dann kann man irgendwann nochmal die Erde hier raus tun. Und woanders rein tun. Zum Beispiel in die andere Kiste, um da einen Diamanten da rein zu tun. Ja, ne? Kann man doch, man sieht doch schon viel besser aus. Hat lange gedauert, aber naja. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Dann könnt ihr sehen, wie das immer ist, wenn das alles einsortiert ist, wie schön das dann aussieht. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.